Ja, willkommen bei meinem Video. Wie ihr seht, habe ich ein weiteres Timelapse-Video gedreht. Diesmal allerdings nicht mit dem Fotoapparat, sondern mit dem Handy und da mit einer speziellen App. Die App heißt Framelapse und im Unterschied zu dem ersten, das ich ja mit der Canon-Kamera aufgenommen habe in 700 Einzelbildern, habe ich hier nur das Intervall festgelegt und dann konnte das Ganze gestartet werden. Die Zeit war etwa die gleiche Spanne, allerdings werdet ihr sehen, dass die Qualität doch etwas anders ist. Wir haben bei dem ersten Video wirklich diesen Lichtabfall, der beim Untergehen der Sonne existiert, auch gut gesehen. Bei dem neuen Video ist durch das Handy die Lichtintensität ausgeglichen worden. Und damit ja, verliert das Ganze ein bisschen so an Qualität. Und meines Erachtens ist die erste Aufnahme besser. Der Hintergrund ist natürlich der, wir haben beim Aufnehmen mit der Kamera haben wir 700 Auslösungen. Und das ist für eine Spiegelreflexkamera schon eine ganze Menge, die nur für ein einziges Projekt aufgenommen werden. Und von daher denke ich mal, ist es natürlich eine gute Alternative. Ich werde mich noch weiter umschauen, ob es noch andere Informationen gibt zu diesem Programm. Vielleicht kann ich dort auch Belichtungszeit und Blende fixieren, sodass das Ganze dann aufgenommen wird wie mit der Spiegelreflexkamera. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ihr seht jetzt hier im Anschluss das Ergebnis von dem Framelapse-Programm und der Aufnahme mit meinem Handy. Wenn es euch gefällt, macht einen kleinen Haken dran, das heißt einen Daumen hoch. Wenn ihr mich abonnieren wollt, habt ihr hier unten rechts in der Ecke das Symbol, das klickt ihr einfach an und dann erfahrt ihr, wie es hier mit meinen ganzen technischen Spielereien weitergeht. Bis dann und tschüss, euer Wolfgang.